irgendein Huawei MacBook. Der stürzt regelmäßig ab. Ja, das ist ein richtig, richtig, richtig schneller Notebook. Aber sowas von. Ich möchte hier nichts, kein Bild inhalten. War schon aus. Und genauso schnell geht er an. Also absolut, absolut klasse. Verarbeitung auch so typisch Huawei. Richtig cool. Bisschen elektrische Teil, alles wunderbar. Okay, aber wir machen hier keine Werbung. Jetzt zerlegen wir das Gerät und schauen wir uns das an, warum er abstürzt. Hier hat man Deckelchen, muss raus. Ja, mal schauen, was da los ist. Ja, mir hat schon ein bisschen so ausgesehen, kann möglich sein, dass der Lüfter hier zu ist. i5 Prozessor, Mobile Version trotzdem. Und mal schauen. So, also, so schaut das Gerät von innen aus. Der Deckel geht wunderbar ab. Ja, Verarbeitung ist phänomenal. Kann man nicht. Okay, dann lassen wir das. Sehr vorsichtig mit dem Lautsprecher an der Seite. Abklemmerwerkzeug in diesem Bereich zerstört die Lautsprecher. Die sind richtig gut gemacht. Also große Fläche. Deswegen hat das Gerät auch so ein bisschen Bass dabei im Vergleich zu anderen. Ja, das ist natürlich klar der Akku. Und hier kann man gut sehen, die, ja, also auf eines möchte ich auf jeden Fall, das ist die Displayleitung hier, LVDS, und dazu ein Vorspann mit Feder. Vorsichtig, genauso auf die hintere Seite hier, kein aggressives Werkzeug, irgendwas reingehen. Wenn das kaputt geht, keine Ahnung, wo man sowas bekommen kann. Also sehr vorsichtig umgehen. Ja, ein Lüfter ist da und er ist stark verstaubt. Ein riesen passive Kühlung, der macht ja quasi, ja, macht einen Luftaustausch hier, damit kein Hitzestau entsteht und soll er gereinigt werden, auf jeden Fall, weil wenn die Schaufelchen hier verstaubt mit Feinstaub sind, dann zieht er natürlich weniger Luft. Ansonsten die große, ja, Heatpipes hier. Mit einem Kühlkörper abschrauben, neue Wärmeleitpaste. Sehr vorsichtig damit umgehen, ist klar. Die ganzen Abschirmungen hängen mit drunter. Auch das große Teil hier und nicht zerstören. Ne? Der Akku, der ist hier drunter, den Blech. Das heißt, ich muss erstmal den Kühlkörper abbauen und dann sehen wir weiter. So, jetzt ist der feine Blech, der mit vielen unterschiedlichen Schrauben verschraubt ist, also raus. Hier kann man gut lesen, sogar der Prozessortyp, der Wärmepad hier ist schon völlig fertig. Der muss unbedingt ersetzt werden, das ist von der Grafikkarte. Beim Ausbauen, dann ist hier der Stecker der Kupplung geklebt. An der Abschirmung nicht geklebt, sondern es war eine Trese, damit der Abschirmung hier nochmal ein mechanischer Kontakt auf dem Blech macht. Der ist mit rausgekommen. Sehr vorsichtig das Kabel hier auf gar keinen Fall abreißen, ansonsten ist die Platine hier außer Betrieb. Das wäre eine große Katastrophe. Ja, und dann hat man hier den Stecker. Der ist gesichert, auf jeden Fall erstmal rausziehen und dann das Gerät hier, ja, neue Wärmeleitpaste auftragen, neue Wärmepad ersetzen hier an den Grafik, kann ja möglich sein, dass der überhitzt und deswegen schaltet ab und dann den Lüfter reinigen. Das wäre alles, was man dazu sagen kann. Den Stecker hier stecke ich erst rein, nachdem der Akkustecker raus ist, den muss ich hier abklemmen und dann vorsichtig rausziehen. Und dann die Wärmeleitpaste, die hier auch am Rand getrocknet ist. Das sieht ja schon thermisch nicht mehr gut aus. Man kann ja sehen, hier in der Mitte, da hat sich hier quasi sogar der CPU eingebrannt auf diese Kupferfläche, vor ewig quasi.
dann weiß man, wie heißt das ganze Wort, und deswegen sollte auch richtig gemacht werden. Okay, dann hat man hier das Problem raus, der Rest ist, ja, vorsichtig arbeiten. Ja, die Verarbeitung drinnen, Funktechnik, sieht man schön, vorbei, große Hersteller von Mikroelektronik hat das wunderschön hier technisch gelöst. Ja, und jetzt weiß man, was man zu tun hat. Okay, fertig. So, also hier kann man gut sehen, die Brandfleck hier von CPU. Und ja, das Gerät soll sehr heiß geworden sein, also mächtig viel Leistung. Also man sieht diese ovale Fleck hier. Und durch den Wärmepad hat sich die Nvidia-Prozessor auch hier verewigt. Das ist sehr weiche Legierung, ist klar. Aber hier kann man auch auf den Intel-Prozessor auch einen Fleck sehen. Hat sich irgendwie von dem Kupfer auf die andere Seite übertragen. Ja, das bedeutet 2 Jahre alt, und hätte man vielleicht einmal im Jahr reinigen, und neue Wärmeleitpaste sowie Wärmepad grundsätzlich erneuern hier. Ne? Der Lüfter ist sowas wie eine CTA-Luft. Man kann ja sehen, hier ist komplette Abschirmung, ist geschlossen. Hat aber ganz kleine Öffnungen an der Seite. Na, das ist sehr schön gemacht. Und der Lüfter zieht ja wie eine Staubsaugerluft hier rein. Durch diese, ich muss das so aufpassen, keinen Kurzschluss machen. Also hier zieht er Luft rein und bläst er hier wieder raus. Na, oder umgekehrt. Ich weiß jetzt nicht, welche Richtung dreht, aber meistens blasen die raus. Na, also Lüfter soll er ganz leicht drehen. Ich gehe stark davon aus, das wird die Laufrichtung sein. Wie auch immer. Okay. Ja, jetzt ist gültig alles gesagt. Ja, ich habe nochmal, wollte doch mal wissen, wie stark ist die Hitzeentwicklung. Und habe alles montiert, gereinigt. Also passiert nichts oder nicht viel, ist klar, muss man das Gerät quasi belasten. Tja, das werde ich natürlich machen, um zu sehen, ob und wie der Lüfter funktioniert. Aber das bedeutet, wird ein langes Video sein, und ich überlege gerade, ob das Sinn macht, zu sagen, hier sind 40 Grad Oberflächetemperatur. Ja, das ist nicht im Kern, sondern ist Oberflächetemperatur hier außen. Und dann richtet sich vielleicht jemand danach, und das wäre natürlich nicht so schön. Ja, also besser ist, lasse ich einfach sein. Okay. Ja. Gut, irgendwann wird der Lüfter anspringen, und dann werde ich das testen, und das war's. Ne? Also meiner Meinung nach ist das alles, was man dazu sagen kann. Gut.